Sind Sie einer Meinung mit rund 50% der CEOs, die laut einer aktuell durchgeführten Studie der Einschätzung sind, dass das zukünftige Wachstum Ihres Unternehmens im Kerngeschäft zu finden ist? Ertappen Sie sich immer wieder bei dem Gefühl, dass Veränderung in Ihrem Unternehmen nicht gut gelingt und dass der Widerstand gegen Neues groß ist? Stellen Sie fest, dass Digitalisierungsprojekte nicht Ihren Erwartungen entsprechen? Sie liegen bei der Umsetzung von ESG-Maßnahmen hinten und es fehlt an richtig guten Ideen in der Organisation. Möglicherweise liegt es daran, dass der Fokus aufs Kerngeschäft nicht ausreicht. Kostensenkungsprogramme und der Ausbau von bereits bestehenden Stärken führen nicht automatisch zu Wachstum und Zukunftsfähigkeit für die Herausforderungen von morgen. Es braucht mehr. Das Stichwort ist Ambidextrie oder Beidhändigkeit, also die Kunst, sowohl Kreativität und Freiraum für Neues zu ermöglichen, als auch Effizienz und Optimierung zu leben. Doch das ist einfacher gesagt als getan. Wie schaffen es Unternehmen, dieses Spannungsfeld aufzulösen? Auf der einen Seite, bildlich für die eine Hand, stehen Kreativität und Freiraum für Neues. Das bedeutet, dass 9 von 10 Innovationsprojekten scheitern können. Das heißt, sich einzulassen auf ein ungewisses, wenig planbares Ergebnis von Projekten. Das bedeutet Improvisation sowie Trial and Error. Auf der anderen Seite, die andere Hand, wirtschaftlich schwierige Zeiten, die es absolut notwendig machen, effizient zu wirtschaften, das Kerngeschäft zu optimieren, Risiken zu mitigieren und auch Planbarkeit herzustellen. Gar nicht leicht also. Und trotzdem, es ist unerlässlich, beide Fähigkeiten im Unternehmen zu beherrschen. Was machen also Innovationsführerinnen, die beides können, richtig? Wie führen diese CEOs ihre Unternehmen? Zuallererst haben diese CEOs verstanden, dass sie nicht die allwissenden Visionäre an der Spitze des Unternehmens sein müssen, die ganz allein genau wissen, wo es lang geht. Sie haben verstanden, dass es ihre Aufgabe ist, das Unternehmen so aufzustellen, dass die Mitarbeiterinnen ihre Innovationskraft leben können. CEOs also, die sich in den Dienst der Sache stellen und Rahmenbedingungen schaffen, die Innovation möglich machen. Und damit bedienen sie sich der kollektiven Innovationsfähigkeit all ihrer Mitarbeiterinnen. Die CEOs innovationsfördernder Unternehmen haben die folgenden 3 Prinzipien eingeführt und mit Leben erfüllt. Erstens, Zusammenarbeit. Zweitens, entdeckungsorientiertes Lernen. Und drittens, integrative Entscheidungsfindung. CEOs von Innovationsführerinnen fördern die Zusammenarbeit. Auch wenn sie in der Öffentlichkeit oft so wahrgenommen wird, Innovation entsteht selten aus dem Geistesblitz eines einzelnen Pioniers. Meistens steht ein Team mit diversen Fähigkeiten, die aus verschiedenen Ideen gemeinsam Neues schaffen. CEOs von Innovationsführern fördern auch entdeckungsorientiertes Lernen, Experimentieren. Innovation und Neues entsteht in der Regel durch bewusste Experimente und wiederholtes Trial and Error. Innovation entsteht selten in einem klassischen Wasserfallprojekt, sondern ist gekennzeichnet durch iteratives Arbeiten, ausprobieren, testen, messen, anpassen, ausprobieren, testen, messen, anpassen und so weiter. CEOs von Innovationsführern ermutigen zu integrativer Entscheidungsfindung. Sie entscheiden also weder für Vorschlag A noch für Vorschlag B, sondern kreieren aus beiden Varianten Vorschlag C, die dann die besten Ideen und Lösungsvorschläge beider Varianten kombiniert. Wie kann diese innovationsfördernde Führung in der Praxis aussehen? Wie können Ihre Führungskräfte zu Change Agents in Ihrem Unternehmen werden, die die Innovationsfähigkeit Ihrer Mitarbeiterinnen heben? Mehr dazu in diesem Neukurs Microlearning.